Katholische Tradition antwortet. Fragen der christlichen Morallehre. Die hier wiedergegebenen Fragen und Antworten basieren auf Pater Dr. Heribert Jones Werk Katholische Moraltheologie, Verlag Ferdinand Schönig, Paderborn, 4. Auflage 1931, Nummern 372 bis 377. Was ist Ehrabschneidung und Verleumdung? Durch Ehrabschneidung und Verleumdung wird der gute Ruf eines anderen auf ungerechte Weise verletzt, und zwar bei der Ehrabschneidung durch Offenbarung wahrer Fehler, bei der Verleumdung dadurch, dass man einem anderen falsche Fehler andichtet. Verwandt hiermit ist die sogenannte Ohrenbläserei, die darin besteht, dass man jemanden erzählt, was ein anderer über ihn gesagt hat. Oft geschieht es in der Absicht, zwischen den Betreffenden Feindschaft zu stiften. Welche Sünden werden begangen, wenn man Ehrabschneidung und Verleumdung begeht? Mit Ehrabschneidung und Verleumdung sündigt man gegen die Liebe und gegen die Gerechtigkeit. Ungerecht ist die Verletzung des guten Rufes bei einer Verleumdung immer. Bei Offenbarung der Fehler in jenen Fällen, in denen die Offenbarung der Fehler weder im Interesse des Allgemeinwohls noch des Privatwohls liegt. Fehler und Sünden anderer, die einmal bekannt waren, jetzt aber vergessen sind, dürfen nicht mehr in Erinnerung gebracht werden, wenn der Fehlende sich gebessert hat. Was ist der Grad der Sündhaftigkeit von Ehrabschneidung und Verleumdung? Die ungerechte Verletzung des guten Rufes anderer ist eine schwere Sünde ex genere suo aus ihrer Art. Und zwar gegen die Gerechtigkeit, egal ob es sich dabei um Ehrabschneidung oder Verleumdung handelt. Eine lässliche Sünde liegt aber vor, wenn der andere nur eine kleine Einbuße an seinem guten Ruf erleidet. Ob der andere einen großen oder kleinen Schaden erleidet, hängt von der Sache, die erzählt wird, beispielsweise Äußerungen der Ungeduld oder Ehebruch, von der Person, die etwas erzählt, beispielsweise ob Schwätzer oder gewissenhafter Mann, und von der Persönlichkeit dessen, über den etwas erzählt wird, beispielsweise ein allgemein hochgeachteter Mann oder ein als leichtsinnig bekannter Mensch. Die Sünde der Ehrabschneidung bzw. der Verleumdung ist umso größer, je mehr Personen die Ehrabschneidung bzw. Verleumdung hören. Spezifisch sind Ehrabschneidung und Verleumdung voneinander verschieden, da bei letzterer zum Unrecht noch eine Lüge hinzukommt. In diesem Falle sündigt man gegen die Liebe, die Gerechtigkeit und gegen die Wahrheit. Ohrenbläserei ist insofern schwerer, als sie auch noch Unfrieden und Feindschaft stiftet. Der Zahl nach liegt nur eine Sünde vor, auch wenn jemand einem anderen vor vielen Personen die Ehre raubt. Kann man durch das Anhören einer Ehrabschneidung oder Verleumdung sündigen? Das Anhören einer Ehrabschneidung oder Verleumdung ist sündhaft, a, wenn der Erzähler dadurch zur Verletzung des guten Rufes veranlasst wird. Das heißt, dass man in diesem Falle sündigt durch Mitwirkung zur Sünde gegen die Gerechtigkeit. Außerdem sündigt man auch durch Ärgernis. Wer aber nur für sich allein diese Kenntnis erwerben will, fest entschlossen, den Fehler nicht weiter zu erzählen, sündigt gewöhnlich nicht schwer. B. Wenn man sich darüber freut.
Man sündigt dabei in Gedanken gegen die Gerechtigkeit. C. Wenn man die Verletzung des guten Rufes nicht verhindert, obwohl man es könnte. Wer sich so verhält, sündigt gegen die Liebe. Da aber die Liebe nicht ohne großem Nachteil verpflichtet und ferner der Erfolg einer etwaigen Zurechtweisung oft recht zweifelhaft ist, so werden Privatpersonen gewöhnlich einen Grund haben zu schweigen, der sie wenigstens von einer schweren Sünde entschuldigt. Wer gegen seinen Willen derartige Reden anhören muss, zum Beispiel bei der Eisenbahnfahrt, und sie nicht verhindern kann, sündigt nicht. Besteht eine Pflicht, den angerichteten Schaden durch Ehrabschneidung oder Verleumdung wieder gut zu machen? Den durch Verleumdung oder Ehrabschneidung ungerechterweise angerichteten Schaden wieder gut zu machen, ist eine Gerechtigkeitspflicht und erstreckt sich auf die Wiederherstellung des verletzten guten Rufes und die Wiedergutmachung alles zeitlichen Schadens, der damit verbunden war und wenigstens dunkel vorhergesehen wurde. Je nachdem, wie groß der entstehende Schaden ist, ist man auch zur Wiedergutmachung unter Sünde verpflichtet. Wer einen großen Schaden verursachte und dabei schwer sündigte, ist auch unter großem Nachteil zur Wiedergutmachung verpflichtet. Hat man vorausgesehen, dass die ehrenrührigen Reden weitererzählt werden, so muss man an sich auch bei allen, welche davon gehört haben, den verletzten guten Ruf wiederherstellen. Die Art und Weise, den guten Ruf wiederherzustellen, ist verschieden, je nachdem es sich um Verleumdung oder Ehrabschneidung handelt. Der Verleumder muss, wenn der gute Ruf anders nicht wiederhergestellt werden kann, eingestehen, dass er gelogen habe. Beim Ehrabschneiden wäre eine solche Behauptung eine Lüge. Daher soll er für den guten Ruf des anderen auf andere Weise sorgen, zum Beispiel seine Fehler entschuldigen und seine guten Eigenschaften hervorheben.